Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm JPE in der Version 1.2, was ja die Finalversion ist. Ich habe ja angekündigt, es wird keine weitere Volksholm JPE geben. Dafür bauen wir ja eine komplett neue Björnholm-Umbau. So, ich fahre wieder hier ab. Das hat ja ganz gut funktioniert. Denn wir werden uns noch einen weiteren Hänger mit Hühnern holen für unseren Mastbetrieb. Und danach können wir uns auch mal noch einen Hänger Rinder holen. Dann haben wir bei allem mal wieder ein bisschen was aufgefüllt. Und die Saat ist auch bald fertig. Ich hatte es ja schon vor ein paar Folgen vermutet. Es könnte klappen, dass wir da in der Session doch alles fertig bekommen. Und es sieht auch wirklich danach aus, dass das hinhauen könnte. So. Hier haben wir eben den Vorteil, mit dem kleinen Hänger funktioniert das hier recht gut. Mit dem großen merkt man, dass es dann doch recht nah an der Straße ist und man da dann, ja, manchmal nicht in einem Zug rumkommt. Wobei das natürlich auch alles so ein bisschen Gewöhnungssache ist. Und so, Deutz ist fertig. Sehr schön. So, dann haben wir die Kartoffeln fertig. Wunderbar. Wir sehen hier, der hat das schön lückenlos gemacht. Das ist halt der Vorteil an der kleinen Maschine. Das dauert ein bisschen länger, aber die hinterlässt beim Helfer schönere Ergebnisse. Und natürlich klar, mit der können wir schöner über die Straße fahren, weil die nicht so breit ist. Ich weiß gar nicht, ob man mit der anderen so überhaupt über die Straße fahren dürfte. Denn die ist ja doch deutlich überbreit. So, und da haben wir auch noch irgendeinen Cosplay-Kurs eingestellt. Dann schauen wir mal. Der kann weg. Brauchen wir nicht. So. Dann fahren wir das Ganze hier mal auf den Waschplatz. Ja, ob ich das jetzt dann während der Folge oder während der Aufnahmesession wasche oder ob ich das zwischendrin mal mache, das weiß ich noch nicht. Ich finde halt das Waschen während der Folgen auch immer ein bisschen blöd, weil der Kärcher eben so laut ist. Aber wir haben ja vor ein paar Folgen festgestellt, ein super moderner Wireless-Kärcher. Und da können wir uns also auch, ja, nicht ganz so weit. Die Funkreichweite ist nicht so groß, aber wir können uns da schon auch ein bisschen entfernen, dass er eben nicht mehr so laut auf den Ohren ist. Da wir aber den Traktor im Moment jetzt erstmal nicht weiter benötigen können und die Legemaschine sowieso nicht, können wir das Ganze also auch ruhig mal erstmal hier abstellen. So, Motor aus, Handbremse rein, wunderbar. Und der ist inzwischen voll. Und dann können wir hier schon wieder, machen wir mal die Plane drauf, können wir schon wieder auf die Reise gehen. So, du fährst da ab, wir auch. Wir fahren auch hier lang. Immer mal wieder einen anderen Weg fahren. Viele Wege führen nach Rom. Und ja, ist natürlich einfach abwechslungsreicher. So, Taurus ist auch fertig. Wunderbar, dann hätten wir ja wirklich, bis auf die kleinen Flickarbeiten, die wir beim Taurus da jetzt noch erledigen müssen, hätten wir alles fertig. So, da ist frei. Dö, dö, dö. Schnarsch. Schnarsch. So, und jetzt können wir aber überholen hier. Echt ein Graus. Also Landstraße, und ich wüsste nicht, dass hier eine andere Beschilderung steht. Also wäre hier eigentlich sogar 100 km/h erlaubt.
Und der fährt mit 30. Das ist doch eine Zumutung, ist das doch. Das geht doch gar nicht. Eigentlich müssten wir aber zumindest mal den Cosplay-Fahrer entlassen, damit er uns nicht weiter Geld kostet. Aber jetzt haben wir hier gerade schön freie Bahn, das müssen wir ausnutzen. Und dann können wir ja, wenn die während die entladen werden, uns um den Taurus kümmern. So, und das ist auch schon die vorletzte Folge in dieser Session schon wieder. Wahnsinn. Ging wieder ratzfatz rum. Und ja, dank der neuen Saatmaschine hier auch wirklich ordentlich Stücker gemacht. So gefällt mir das. So, komm hier auf, Tor auf. Zack, zack. So, so ungefähr müsste es doch passen. Ja, da geht auch die Klappe auf. Und dann gehen wir hier hin, einmal entlassen. Fahren wir hier mal ein Stück zurück. Kurs können wir löschen, den brauchen wir nicht mehr. Also was heißt löschen? Aus dem, aus dem aktiven Kurs ja wegnehmen. Er bleibt ja trotzdem bei den gespeicherten Kursen auch gespeichert. Was war denn hier? Jetzt. Jetzt haben wir das auch noch. So. Hier schön lückenlos fahren. Ich glaube, dann hat da eben auch der Autocombine-Fahrer ist dann etwas einfacher, da lang zu fahren. Wobei es auch sein könnte, dass die Ecken so klein sind, dass der den das gar nicht groß stört. Aber mich stört es eben, wenn so Ecken drin sind, und deswegen machen wir sie weg. So. Ja, vorletzte Folge in der Session. Ich merke es auch so langsam im Hals schon wieder. Ist halt hier 7 Folgen lang durchgehend zu schwätzen. Das merkt man doch auch. Auch wenn ich zwischen den Folgen immer mal wieder einen Schluck trinke. Auch mal eine Minute die Klappe halte, ehe ich wieder loslege. Aber ja, es ist trotzdem natürlich etwas, das ja, gebremst ist die Saatmaschine definitiv nicht. Da haben wir es gemerkt. Ich habe mit dem Traktor gebremst, aber die Saatmaschine nicht. Uiuiui, was hat dann da für Streifen nicht mitgemacht? Das ist ja Wahnsinn. Gut, dass wir hier sind. Das ist ja mal richtig hässlich. So, dann müssen wir hier nochmal drehen. Beziehungsweise den hier fahren wir so rum lang. So, müssen wir hier noch drüber fahren. Und dann haben wir alles. Gut. Damit die komplette Ansaat für diesen Spieltag erledigt. Wunderbar. Das können wir abhaken. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt noch großartig? Ja, Rinder wollte ich noch holen. Und dann haben wir im Prinzip, ja, die Gewächshäuser können wir noch versorgen. Inzwischen würde es sogar für den Kompaktlader reichen. Reicht es dann auch noch für eine Schaufel und eine Palettengabel? Bräuchten wir ja beides dort oben. Könnte doch ein bisschen eng werden.
Aber der Vorteil ist, es geht jetzt eben nicht mehr so viel Geld ab. Wir haben jetzt natürlich noch die Fahrzeugunterhaltkosten, die alle volle Stunde, glaube ich, werden die abgezogen. Aber eben jetzt kann unsere BGA uns hier wieder ein bisschen Geld dazu schaffen. Steht der Zaun schon immer da? So. Ja, und hier wollten wir auch noch schaufeln. Also Arbeit haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Nämlich überlegt, ob wir vorspulen oder nicht. Ja, was man theoretisch machen könnte, wäre auch 5-Fahrer-Geschwindigkeit. Aber da hätte ich gerne vorher hier unseren Kartoffelkreislauf dann noch gemacht. So, hier schön überall. Damit es eben nicht so laut ist, hier auch schön drumherum gehen. Von der Seite ein bisschen Wasser dran lassen. Da ist doch unsere Maschine schon sauber. Dann können wir die hier noch sauber machen. Da mal auf der Seite noch ein bisschen Wasser hin. Auf der Seite Wasser hin. Drecker schön sauber machen. Gewicht, ganz wichtig. Das muss ja auch immer sauber sein. Ja, so kriegen wir auch die Zeit rum. So, Gewicht haben wir soweit. Den Drecker auf der Seite auch noch ein bisschen Wasser geben. Dann ist der sauber, dann können wir den Drecker auch noch sauber machen. Wenn wir schon dabei sind und jetzt gerade die Übung haben. Ja, und bei der Folge weiß ich schon wieder, da wird mich YouTube wieder fragen, dass die Aufnahme sehr verwackelt ist, ob er mir beim Bildstabilisieren helfen soll. Ich werde wieder Nein sagen. So, zack. Dann können wir die Maschine wegstellen. Ah, und wie schön wir hier wieder aus der Scheibe rausgucken können. Alles sauber, herrlich. Herrlich. Ja, da fällt mir auch gerade wieder ein Friseur. Und ja, bei dem ich doch ab und zu mal vorbei, also an der Straße vorbeifahre, der nämlich auch herrlich heißt, also dementsprechend natürlich etwas anders geschrieben, ihr versteht, Herr, Englisch, H. Ja, eigentlich eine lustige Idee, aber eigentlich finde ich es auch irgendwo ein bisschen lächerlich. Aber naja, gut, was machen wir jetzt mit dem Traktor? Wir parken erstmal da oben. Ich wüsste im Moment erstmal nicht, wo ich ihn zwingend für bräuchte. So, stell man gerade hier hin, weil hier Platz ist. Zack, zack. So, der ist soweit fertig. Und dann haben wir gesagt, Hilfe, vielleicht erstmal warten, bis das Tor auf ist und dann weiterfahren. Könnte hilfreich sein. Und wir fahren jetzt eben noch zum Rinderviehmarkt, noch ein paar Rinder holen. Und dann haben wir hier unsere Mastanlagen auch mal wieder alle ein bisschen, zumindest was das Viehzeugs angeht, aufgefüllt. Da müssten wir aber wohl vermutlich auch mal eine Futtertour machen und eben mal Futter, Wasser etc. überall mal hinbringen. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Und dann müssen wir ja auf jeden Fall noch bei unserer Kartoffelfutterkette ein bisschen schaufeln, ein bisschen was, ja, eine Palette umstellen und so weiter. Damit das auch da wieder weitergeht. Da könnte man natürlich auch mal überlegen,
Ich habe da ja so ein paar volle Paletten mit gewaschenen Kartoffeln gesammelt. Ob wir die nicht vielleicht sogar verkaufen? Wie viele Kartoffeln haben wir eigentlich jetzt auf Lager? Hoppala, da. Kartoffeln, oh, 413.000. Rüben, 662.000. Sehr schön, da hat sich was gesammelt. Bei Rüben fällt mir ein, was macht denn eigentlich der Rübenschneider? So, Rübenschneider, naja, je nach Anhängergröße würde da also auch schon wieder ein bisschen was reinpassen. So, aber jetzt erstmal hier Rinder holen. Ja, habe ich extra hier gegenüber von diesem Parkplatz eben platziert, sodass man den Parkplatz da zum Rangieren mitnutzen kann. Hehehe, schlau, oder? So. Drücken wir einfach mal nur R und da passiert aber nichts. Dann drücken wir O und drücken R. Und es passiert immer noch nichts. Müssen wir doch mal hier. Irgendwie will er nicht. Warum will er nicht? Jetzt will er. Was auch immer das Problem jetzt war, ich weiß es nicht. Und während sich hier die Rinder, die Jungtiere füllen, würde ich sagen, machen wir einen Break und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.